So, wir kommen zu Bioshock und zwar Bioshock die Remastered-Version. Und zwar ist die jetzt vorigen Donnerstag jetzt rausgekommen und werden wir uns mal geschmackvoll angucken. Bioshock ist zwar schon etwas älter, aber daraus haben sie jetzt eine Remastered-Version gemacht. Also mit neuer Grafik, HD-Texturen und 4K-Support. Und dann werden wir uns jetzt mal hier ganz geschmackvoll mal ankicken hier. Auf jeden Fall sehr geiles Game, ey. Müsst euch unbedingt mal reinziehen. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir: Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. Na da. Wie oft habe ich Bioshock durchgespielt, ey? Wahnsinn, ey. Das ist einfach zu geil, ey. So, dann wollen wir mal. Der Atlantik. Tja, Flugzeugabsturz. Seine einzige Rettung ist hierin. In diese Gebäude. Oder was ihm da erwartet. Damit hat er nicht gerechnet. Geil. Dann gehen wir da mal hin. Also ich weiß gar nicht, was die Leute da alle für Probleme haben. Also ich kann jetzt hier wunderbar spielen. Also, keine Probleme. Also nicht alle mal einen vernünftigen Rechner kaufen, haben so keine Probleme. Das ist doch wahr, ey. Keine Götter oder Könige, nur Menschen. In welchem Land gibt es einen Platz für Leute wie mich? Andrew Wayne. Ja, das ist dieser Rapture-Typ, ey. Werd hier alles noch erfahren. Wissenschaft, Industrie, Kunst. Na, dann würde man sagen, schmeißen wir uns mal in diese scheiß Tauchkugel rein und los jetzt. Genießt die Unterwasserwelt. Los geht's. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington, es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture.
Geil. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Eine komplette Unterwasserwelt, geil. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Bis Bleiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Genau. Ja, wir werden noch sehr oft mit der Tauchkugel zu tun haben. Oh ja. Ach, die Splicers, ey. Ja, die Mistgeboten, ey. Ja, hau die Tauchkugel in den Arsch, ey. Verfickten Splicers, ey. Wärst du so freundlich, das Funkgerät da zu nehmen? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast, aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas. Ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Dich ein Stück nach oben bringen. Gehe weiter nach oben. Okay. Tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Geil. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Ja, dann wollen wir mal. Sehr schön. Boah. Komm her, du Sau. Lass mich in Ruhe! Na, komm her. Hast du nun davon? Plasmid, naja, Plasmide, naja. Die krasse Scheiße, ey. Der kleine Fisch da
sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Hörst du das? Lass uns abhauen, Schwächling! Du bist ein armseliges Würstchen. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden, Feigling. Hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Oh, von mir aus. Sicherheit. Geht's dir gut, mein Junge? Beim ersten Mal haut Fastbeat ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Na, aber. Boah. Boah, Alter. Alter, warum ist denn der so langsam? Kann der nicht rennen, ey? Ah, springen seitwärts, Der hat ziemlich langsam, ey. Sehr schön. Ah, oh, er ist langsam, finde ich, ey. Scheiße. Fleißer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch einen drüber. Links-Rechts-Kombination. Ah, jetzt schon. Steuerung Linkstaste war belegt. Oh, ich vergessen zu drücken. Oh Mann. Ja, du musst ja nicht. Wow. Ah, wenn ich die Steuerung Taste links drücke, läuft er langsam. Und wenn ich nochmal drücke, dann läuft er ein bisschen schneller. Sehr schön. Dann haben wir das auch geklärt. Schon gewundert, ey. Hör zu. Ich hab Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Neptunes Bounty, such meine Familie, bitte. Oh ja, mach ich. Gehe zu Neptunes Bounty, ja. Machen wir gleich. Kasmirs Restaurant. Voilà. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört. Wenn wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Ah, da bin ich. Ja. Mal hier irgendwas, dann mal hier. Ja, schon alles mitnehmen.
Alte G, mach ich doch. Boah, Alter. G funktioniert gar nicht, was die da verlangen, ey. Oh Mann. Könnte irgendwie. G ist gar nicht drin, ja. Ach, ist doch scheiße. Spiel pausieren, ausbeuten, retten, schnell speichern. Ach, ist doch scheiße, ey. Weil Tagebucheinträge sind nämlich nicht schlecht, ey. Oh, ein bisschen Kohle immer mitnehmen, ganz wichtig. Aber und dann können wir ja endlich weiter hier. Erledigt. Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt bin ich bestimmt niemand mehr. Also G funktioniert überhaupt nicht, ey. Ich hab sie nicht an. Boah. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Von mir aus. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten im Rapture fehlt eine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Was ist jetzt los, Alter? Boah. Denke mal, schwer schon total alleine. Ja, komm her hier. Wir haben alle Ding an der Waffe hier, ey. Rapture Metro. Okay. Wunderbar. Super. Sicherheitsalarm ausgelöst. Hier irgendwas? Ja, auch nicht. Ah, komm her hier. Kommt alle ran, ey. Boah.
Aber es gibt noch einen anderen Weg dorthin. Geh zum Medical Pavilion. Worauf wartest du? Los! Ja, ja, rück dich doch mal ab, ey. Zack, zack. Medical Pavilion, ja, ja. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Komm mal auf die Hütte, Alter. Gott, ey, ihr Spastis, Alter. Sehr schön. Ah, geil, geil. Dr. Steinmanns Praxis für plastische Chirurgie. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten sauberen, spritzigen Runde weiter. Also haut rein. Bis dann.